Hallo zusammen. Wir sehen es heute ein bisschen dunkler als sonst. Wir sind von unserem eigentlichen Podcasting gut verbannt worden heute durch zu viel Personal. Wir hätten müssen vielleicht ein bisschen vorher reservieren, aber wir sind hier für euch. Es ist Montagabend. Ihr seht es natürlich erst am Dienstag, unser Podcast zum Frauenfußball die ganze Woche. Alia, hi, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke, André. Hoffe, dir geht's auch gut. Ja, also jetzt ein bisschen gestresst wegen dem ganzen Aufbau und so, aber du kennst mich. Ja, nein, wir haben es ja geschafft. Heute sind wir ein bisschen an einer anderen Art, aber ich glaube, wir sind sehr flexibel. Und darum... Ja, und natürlich, wenn jemand von euch einen Kaffee hat oder sonst einen coolen Ort, wo er uns zwei podcasten will, einfach sagen in den Kommentaren. Ja, einfach einen Input, einen Tipp abgeben. Wir sind froh, wir nehmen alles an. Sind wir ein bisschen... suchen, bis wir mal etwas gefunden haben, was ein bisschen passt, wo wir auch drehen können. Aber ich glaube, es geht noch ein bisschen. Und wenn wir dann mal einen Platz gefunden haben, der dann wirklich gut ist, dann, genau, dann haben wir es dann. So, das ist jetzt noch die letzte Botschaft für alle, die jetzt hören. Ihr findet uns mit dem Podcast auf YouTube, auf Soundcloud und auf Spotify überall. Abseits.ch, so heißen wir auch auf Facebook, auf Instagram und Google Plus noch. Google Plus wird in zwei Monaten zugemacht, also dort werden wir dann nicht mehr so heissen. Aber auf jeden Fall findet ihr uns überall auf diesen Plattformen. Und ich denke, es ist doch interessant, dass jemand mal den Frauenfußball zusammenfasst. Ja. Alia, ich habe jetzt gemeint, diese Woche müssen wir uns ein bisschen Content aus den Fingern saugen, wird nicht so viel passieren. Und dann ist es einfach losgegangen. Bam, bam, bam. Fangen wir mit der kleinsten Nachricht an. Also für uns, für die ist der FM Person wahrscheinlich gross. Federica Cavicchia heisst sie, wechselt nach Italien vom FC Zürich. Jetzt, ich kenne Federica nicht. Ich weiss nicht, wie sie spielt. Du weißt wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich. Ich weiss nur, sie war beim FC Zürich unter Vertrag gewesen, gerade frisch gewechselt. Und ich habe den FC Zürich fünfmal gesehen spielen dieses Jahr und sie hat nie gespielt. Ja, sie ist eigentlich auch. Wenn sie auf ihrer angestammten Position spielt, im zentralen Mittelfeld zu finden. Das haben wir ja auch schon besprochen. Unseren Beitrag zu der Champions League, ein Podcast in den letzten zwei. Zürich hat auf, ja, was zentrale Mittelfeld anbelangt, sehr viel Potenzial. Sie haben gute Spielerinnen, sie sind schon überbesetzt. Sie lassen regelmäßig Nationalspielerinnen wie Cinzia Zender auf der Bank, weil sie eben dort gerade auch gute Spielerinnen haben und eine gewisse Breite am Kader. Federica hat früher schon mal bei Zürich gespielt, ist dann zu Luzern, hat bei Luzern gespielt und ist dann wieder zurück zu Zürich und hat sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr mit dieser Reservistenrolle begnügen. Sie hat italienischen Pass, sie hat auch schon, ich weiß nicht, wie sie im Moment aussieht, aber sie hat zumindest auch schon für die italienische Nazi gespielt. Sie ist Doppelbürgerin und darum kann ich das irgendwo durch nachvollziehen, dass sie geht. Ich finde es spannend. Ich kenne die italienische Liga, muss ich zugeben, überhaupt nicht. Schande für mich. Sie hat gerne Schweizer Goalies in der italienischen Liga, soweit ich weiß. Genau. Zwei sind jetzt dort oder drei. Ja. Aber sonst kenne ich die italienische Liga wirklich gar nicht. Ich bin gespannt, wie ihr Weg weiter verlaufen wird. Aber ich glaube, für sie als Spielerin, die natürlich zum Einsatz kommen will, ist es sicher die richtige Entscheidung, um dann zu gehen, wenn man sieht oder wenn es absehbar ist, dass man nicht zum Einsatz wird kommen. Es wäre natürlich wieder mal interessant gewesen, wäre sie zu Luzern zurück oder zu einem anderen Team, um zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Das haben wir ja das letzte Mal miteinander besprochen, dass wenn Spielerinnen, die zu Zürich nicht zum Einsatz kommen, sich vielleicht zu anderen Vereinen würden begeben, dass dann vielleicht etwas anderes würde entstehen, oder? Ja, wir haben das letzte Woche noch besprochen. Wie du angesprochen hast, wäre sicher spannend zu sehen, wenn Zürich die Bank, die Zürich hat, oder so viel Qualität, die dort auf der Bank sitzt und wo eigentlich nicht zum Spielen kommt, weil auf die einen Seite Zürich auch so stark macht, weil sie natürlich eigentlich können wechseln, wie sie wollen und die Qualität auf dem Platz nimmt nicht ab. Auf der anderen Seite wäre es aber ist natürlich auch irgendwo sehr schade, wenn so viele gute Spielerinnen mit so viel Qualität auf dem Bänkchen sitzen und nicht zum Einsatz kommen. Und darum wäre es sehr spannend, um zu sehen, wenn sich die Spielerinnen allenfalls entscheiden für einen anderen Verein, ob das die Schweizer Liga noch mal ein bisschen ausgleichender gestalten, ob die anderen Vereine doch noch mal ein bisschen konkurrenzfähiger wären im Vergleich mit Zürich.
wenn es um die Meisterschaft oder um den Cup geht. Mhm. Ich vermute jetzt mal, dass wir das in der nächsten Zeit, jetzt gerade in der näheren Zukunft, noch nicht werden sehen. Weil es immer noch doch sehr ein Prestige auch ist, um bei Zürich zu spielen oder zumindest auch genau. Dabei sein. Ich glaube, man profitiert sicher auch von der Trainingsqualität, weil man eben auch erfahrene Spielerinnen hat, die im Ausland waren, wie Caroline Abbe oder Martina Moser. Zürich hat natürlich auch eine ganz gute Vereinsstruktur, sie haben eine gute Infrastruktur, auch, wo sie davon profitieren können. Darum habe ich nicht das Gefühl, dass das in der näheren Zukunft passieren wird, aber es wäre ein spannendes Szenario. Ja, ich denke, wie gesagt, du musst eine starke Persönlichkeit sein, um zu sagen, dass du von Zürich weggehst. Ja. In unserem neuesten Interview, ich bin im GC gegen IB schauen, haben wir mit Serena Friedli geredet. Und dort hat sie das angesprochen, oder? Dass es für sie interessant war, weil sie eben mit Zürich alles erreicht hat. Aber Serena war halt an einem Punkt ihrer Karriere, wo wahrscheinlich der Fußball gerade nicht zu einer nächsten Stufe geführt hat, weil sie will noch studieren will, fertig machen, das geht noch ein Jahr. Und dann wird es wichtig und dann kommt die WM und vielleicht ist dann Gael Thalmann nicht Nummer 1 im Goal. Ja. Aber im Moment hat sie recht gehabt. Für ihre Karriere ist ein Titel mehr mit Zürich oder weniger eigentlich nicht so relevant. Es wäre nicht so ausschlaggebend gewesen. Da gebe ich dir recht. Und, es ist sicher auch spannend als Spielerin zu sehen, wenn du in einem Verein warst, wo du aus Schweizer eben nicht das erreichte Schwammer erreichen konnten. Es ist sicher auch spannend als Spielerin zu sehen, okay, kann ich vielleicht gleich erreichen mit einer anderen Mannschaft. Weil ich bin sicher der Meinung, wenn sie jetzt mit IB zum Beispiel würde Cup oder die Schweizer Meisterschaft gewinnen, wäre wahrscheinlich, wie soll ich sagen, die Bedeutung von dem Titel schon noch mal ein bisschen andere. Es wäre nicht einfach ein Titel, bei Zürich ist halt einfach nur ein Titel in der Reihe, sagen wir. Es ist das, was man erwartet, es ist eigentlich das, was man muss erfüllen muss, wenn man den Anforderungen möchte entsprechen. Und wenn du natürlich mit einem anderen Verein in der Nationalliga an diesen Titel holst, ist es sicher außergewöhnlicher. Und ja, vielleicht auch für sie als Spielerin ist das schon ein gewisser Anreiz, den ich glaube, wo man ist. Und ich bin gespannt, wie sich die Entscheidung für den Wechsel jetzt auch eben, wie man gesagt hat, auf die Karriere nachher wird auswirken. Weil dann nächsten Sommer zum Beispiel ist, bleibt sie dann, wenn sie fertig studiert, bleibt sie nicht. Allenfalls Ausland, wie auch immer. Ich denke, das Ausland wird das Ziel sein. Serena Friedli ist ein sehr guter Goalie. Sie ist eine neue Generation von Goalie. Die Art von Frau Goalie, die schon alles kann, aber noch nicht genauso gut ist wie bei den Männern. Ich denke, das ist dann Elvira Herzog, die irgendwie 5 Jahre jünger ist, oder 6 oder 7 sogar. Ja, Serena Friedli ist 25, Elvira Herzog ist 18. Sie ist jetzt eine von den Goalie, die eigentlich schon auf Männerniveau ist. Und das ist dann schon interessant zu sehen, wo Serena Friedli durchgeht. Ich weiss, sie hat Angebot aus Italien gehabt. Hat die auch nicht angenommen in ihrem Fall. Wahrscheinlich wird dann der Weg irgendwo nach England, Spanien oder Frankreich, Deutschland führen. Ja. In die USA vielleicht, wenn sie ganz, ganz gut ist. Wenn sie die WM dürfen spielen zum Beispiel. Allgemein ins Ausland gehen für eine Schweizerin. Ist im Moment vielleicht wirklich interessant. Du kannst professionell spielen und kannst mal etwas ausprobieren. Und ich denke, viele von den talentierten Schweizerinnen sind jetzt in dem Alter, wo sie etwas ausprobieren können. Und im Moment ist ja noch viel der Safe Bet. Alle gehen auf Deutschland, möglichst noch hoch an der Grenze und dann schauen sie es. Aber ich würde eigentlich, jetzt von dem, was ich in der letzten Zeit vom Frauenfußball gesehen habe, würde ich eigentlich den Leuten empfehlen, auch mal in andere Länder zu schauen, was es gibt. Und wenn eine Spielerin jetzt sich sagt, ich will nächste Saison Profi sein und ich will etwas reissen, dann empfehle ich diesen Spielerinnen, sich bei Manchester United oder bei Benfica Lissabon ins Gespräch zu bringen. Das sind zwei Vereine, zwei geschichtsträchtige Vereine bei den Männern. Und beide haben gerade eine Frauenmannschaft gegründet und beide sind jetzt in der zweiten Liga sich am aufspielen und gewinnen das Match mit 17-0 und 21-0, weil das so das Reglement ist. Nächstes Jahr spielen beide die oberste Klasse, Spielklasse. Und dort hast du einfach die professionellen Anlagen und alles, die darfst du nicht brauchen. Die Frauen bei Benfica dürfen oft im Stadion der Luz spielen. Das ist natürlich ein Erlebnis. Ich weiß nicht, wie toll es ist, vor 5'000 Leuten
in einem 65'000er Stadion zu spielen. Aber es ist sicher cooler, wenn du ein Eisbad hast. Ja. Wenn du all die Anlagen hast, alles Mögliche, was du halt wirklich nicht hast in der Schweiz und in anderen Ländern. Das ist oder? So. Das und, ist wenn man sich jetzt bei diesen zwei Vereinen ins Gespräch bringen kann, vor allem, ich denke, es gibt Schweizerinnen, die haben Qualität, um so einem Verein zu wechseln. Mhm. Dann kann es interessant sein. Natürlich ist Manchester United immer die bessere, also die bessere Lösung, weil die englische Liga einfach stärker ist. Ja. Ich denke aber, die portugiesische Liga wird auch stärker. Und sie hat auch sehr viele Sichter aus Spanien dort. Und das ist auch natürlich wieder interessant oder, für die Spieler. Mhm. Also, und eben, allein schon nur, dass du einfach ein Jahr lang auf der besten Anlage kannst spielen und trainieren, das bringt einem so viel. Das ist ja das, was bei den Herren, bei den Engländern immer schief läuft. Also du hast die Jungen, die gewinnen alles auf Juniorenniveau, U17, U19, U21. Und dann werden sie 20, kommen in der Premier League nicht zum Einsatz. Da gibt es die Möglichkeit, entweder gehen sie ins Ausland, Erfahrungen sammeln, oder sie bleiben irgendwie in der zweit-, dritthöchsten Spielklasse, die halt einfach für die bessere Anlage hat und es einfach gemütlich ist und kannst noch ein Bier trinken am nächsten Tag. Und dann machen sie das. Und ich denke, ja, es ist sicher recht cool, mal in sehr guten Anlagen zu trainieren. Und bei diesen Teams hast du dann auch Champions League-Chancen und so weiter. Also, wenn jemand ins Ausland will, Benfica und Manchester United, einfach dort ein bisschen Lärm bei denen machen. Ich denke, im Frauenfußball kannst du das sogar noch. Ja, ich glaube, das Potenzial ist sicher. Und vor allem, wie du auch gerade angesprochen hast, in einem Land wie Portugal, wo der Frauenfußball erst gerade am Kommen ist, erst gerade wirklich den Aufschwung erlebt. Premier League, das sehen wir auch. Wir sehen es durch die Schweizer Wechsel, die wir hatten, von unseren Nationalspielerinnen, die jetzt den Weg auch gemacht haben. Die Premier League ist auch am Kommen. Hat man lange nicht so viel gehört gehabt. Chelsea jetzt seit 2-3 Jahren und mittlerweile sieht man aber doch auch, dass die Liga stärker wird, dass mehr Geld fließt, dass viele gute Spielerinnen, gerade auch aus der deutschen Bundesliga und so, den Weg finden auf England. Und ich bin gespannt auf die Entwicklung, die die Premier League in den nächsten paar Jahren machen wird. Ob sie zum Beispiel auch in der Champions League dann vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren wirklich um den Titel spielen können. Bis jetzt ist das immer noch so eine deutsch-französische Angelegenheit, ja. Über die letzten Jahre immer gewesen. Also nicht einmal deutsch-französisch, eine Wolfsburg-Lyon-Angelegenheit. Im Moment geht es schon, ja. Im Moment geht es schon. Und darum bin ich eigentlich noch gespannt, ob das vielleicht so eine Art Verschiebung gibt und was man auch wiederum für Auswirkungen hat, gerade auch auf die Bundesliga, wo dann jetzt so lange eigentlich auch in Europa zusammen mit Frankreich, gut, in Frankreich ist es vor allem Lyon, ja. Auch nur für sich. In Deutschland ist das ein bisschen breiter gefächert, aber Deutschland war lange jetzt der Vorreiter in Europa, was Professionalität im Frauenfußball anbelangt. Und jetzt ziehen die anderen Länder nach. Und dann bin ich gespannt, was das auch vielleicht für einen Effekt wieder auf Deutschland hat und sie unter Zugzwang setzt, um nochmal einen Schritt vorwärts zu machen. Und ich bin froh, es tut dem Frauenfußball gut, dass es Schwung kommt, dass es mehr Konkurrenzkampf in dem Sinne auch länderübergreifend gibt, dass die Qualität steigt. So. Und ich bin gespannt, was das in allen Fällen für Auswirkungen hat auf uns, auf die Schweiz. Mhm. Ich bin immer noch der Meinung, wir sind ein verschlafenes Land, was das anbelangt. Wir sehen, steigen nicht so schnell auf den Zug auf wie andere. Wir haben immer noch viele Männerfußballvereine, wie zum Beispiel der FC Luzern, die Männerabteilung, die sich weigern, zum Frauen aufzunehmen, weil sie meinen, das Budget lange nicht, das Geld lange nicht. Ja, ich ziehe das natürlich nicht ins Lächerliche. Ja, ich verstehe. Nein, es gibt auch viele Männerfußballvereine. Das ist nicht lustig. Wo nicht Förderung Geld haben, aber es zeigt auch deutlich auf, dass wir in der Schweiz noch lange nicht dort sind, wo wir müssen ziehen. Und wir noch einen langen Weg fahren. Für mich ist das, und ich komme ja auch ein bisschen aus der Businesswelt auch dort durch, oder? Ich arbeite in einer Werbeagentur. Ich bin im Vorstand von Vereinen, Fußballvereinen. Ich weiss, wie die finanzielle Lage aussieht. Und im Frauenfußball ist jetzt so ein Nullsummenspiel, um sich zu denken, wir investieren in das. Weil du kannst das Geld so schnell wieder reinholen. Es ist so wenig Geld, weil im Moment die Spielerinnen noch kein Geld verdienen. Und ich lache da halt schon. Ich meine, ich habe mal beim FC Sorsi, zweite Liga Inter damals,
Dort sind Gelder geflossen, Löhne. Nicht die grössten, aber doch Sachen, wo so eine Menge Spielerin da dankbar dafür wäre. Oder? Und ja. Das Niveau ist eigentlich vergleichbar. Die NLZ kommt ja auch an die Frauenmatch und sagt, ja, wir behandeln die wie eine Erstligamannschaft. Aber die Erstliga fließt viel mehr Geld als bei den Frauen. Und bei den Frauen hättest du sowieso einen ganzen Markt, der nicht erschöpft ist, von eigentlich Konsumenten für Werbeträger, die eigentlich viel interessanter wären als Erstliga-Fußballer. Ja. Aber eben, wenn die Vereine sich nicht eingestehen, dass die Arbeit auch etwas bringen würde, was sie machen müssen. Ja, da sind wir an dem Punkt. Lustigerweise mit der Marisa Wunderlin habe ich auch. Geredet am Samstag und eben über ihre Rolle als Frau. Als Trainerin, die einzige Trainerin, glaube ich, in der Liga. Im Moment ist sie die einzige Trainerin. Ja, im Moment schon. Und da hat sie auch gesagt, das liegt an den starken Männern auch, dass sie starke Frauen vorbringen. Und das ist so. Ich meine, es war ja genau das Gleiche gewesen, als ich abseits angefangen habe. Das wäre für mich viel einfacher gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, dann mache ich mit meinem Kollegen, mit dem Sandro, hocke ein bisschen zusammen und rede über die Shooter. Aber ich habe effektiv immer eine Frau gesucht. Das war für mich gar nicht das Thema gewesen, nicht mit einer Frau die Sendung zu machen. Weil ich gewusst habe, das ist eine Sicht auf den Fußball, die wir brauchen, oder? Ja. Und die Leute lernen müssen. Und dank dir habe ich dann auch viel mehr einen Draht zum Frauenfußball gefunden. Und jetzt möchte ich eigentlich fast nur Frauenfußball machen. Oder? Das ist sehr eine schöne Entwicklung. Also ich persönlich hoffe natürlich, dass es vielen anderen auch so geht. Ich erlebe viele, die den Frauenfußball gar nicht kennen. Mhm. Nie wirklich gesehen haben, nie wirklich erlebt haben. Und wenn sie dann damit in Berührung kommen und sich das auch wirklich mal anschauen, interessiert anschauen, sich damit auseinandersetzen, da kann man eingestehen, dass es eben gar nicht so schlecht ist und dass es auch sich lohnt, zum Match zu schauen, dass es lohnt, Nazi zu verfolgen und dass es sich eben allenfalls auch wird lohnen, zum Geld zu investieren in das Ganze. Und darum glaube ich schon, wir machen kleine Schritte vorwärts, es geht vorwärts. Mhm. Wir sind natürlich schon viel weiter wie vor 10 Jahren mit der Professionalisierung. Man sieht, auch schon anhand unserer Nationalmannschaft, die in den letzten, ja, sage ich mal, 10 Jahren doch recht grosse Schritte vorwärts gemacht hat, qualitativ international im Vergleich zu anderen Top-Nationen. Und ja, das ist so ein bisschen Vorreiter unserer Nationalmannschaft, weil wir eben auch viele Spielerinnen haben, die im Ausland Profi sind. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass eben genau das, was wir vorhin auch angesprochen haben, dass die Professionalisierung im Ausland immer weiter voranschreitet. Mhm. Dass es uns Schweizer irgendwann dann auch unter Zugzwang setzt, wenn wir noch möchten, also ja, irgendwie konkurrenzfähig sein mit den Mannschaften im Ausland. Ich glaube eben auch auf die Champions League-Ebene, wo wir letzte Woche auch gesehen haben, doch, es ist eben doch noch ein qualitativer Unterschied zwischen dem FCZ und dem FC Bayern München, der in der Bundesliga spielt. Ja, bleiben wir doch gerade, nehmen wir das gerade auf. Die Champions League ist gesehen letzte Woche. Mhm. Du hast nicht können, ich war dort. Ja. 2-0. Es mag vielleicht in meinen Interviews blöd tönen, wenn ich alle frage, es fühlt sich noch weniger an. Aber es ist so. Es ist irgendwie für beide fühlt sich noch weniger an. Weil Bayern hat ganz klar eine andere Qualität als der FC Zürich. Ja. Und das hast du gemerkt. Und das hast du sehr gut gemerkt. Wenn sie mal angezogen haben, dann ist da etwas los gewesen. Aber dann hat Bayern eben nicht so gespielt, als dass Zürich sich hätte müssen aufgeben und sagen, mehr wäre nicht drin gelegen. Ein bisschen mehr wäre aber schon drin gelegen. Und ich weiss nicht, hast du eine Zusammenfassung vom Match schauen? Ja, ich habe die Zusammenfassung geschaut. Es war spannend. Ich habe auch so die Medieninputs dazu gelesen, die es gegeben hat. Es sind nicht ganz so viele, natürlich wie jetzt beim Männernationalspiel, aber es hat doch einige Kontakte. Alle haben über das Goalie-Patzer geredet. Genau, natürlich haben alle über das geredet. Es ist wie immer, es ist immer das Gleiche. Also das Goalie Woche für Woche Top-Leistung abprüfen über 90 Minuten und es passiert dreimal so ein Fehler und es reden alle noch über das. Das ist los von einem Goalie. Wir zwei wissen die Qualitäten von Elvira Herzog, haben wir immer wieder betont. Ändert für mich die Leistung auch absolut nichts. Ich finde, sie hat sich auch nachher im Verlauf des Spiels doch noch ein oder andere Mal können auszeichnen. Ja, und auch Distanzschüsse. Ja. Wir haben es ja gesagt, gegen die Feinen, die nichts können, außer Distanzschüsse praktisch. Dort hat sie irgendwie 7-8 deren im Flug müssen haben. Ja. Und das hat sie dann können. Also eben, das ist so ein Fall. Ist isoliert. Ja, also ich bin jetzt mal ganz böse und sage, wäre jetzt das Goal nicht passiert, hätte es vielleicht nachher noch das eine oder das andere geben können. Also,
der Aussetzer von ihr, den sie dort beim 1:0 hatte, ist nicht die Matchentscheidung. Nein, nein. Absolut nicht. Und es schmälert auch die Leistung von Zürich in dem Sinn nicht. Es schmälert aber auch die Leistung von Bayern München nicht. Sie haben in dem Moment Glück gehabt. Sie hätten aber im einen oder anderen, die eine oder andere Aktion hätten sie sicher müssen noch ein drittes oder ein viertes Goal schiessen. Ja, das war für mich spannend. Bayern war eigentlich immer überlegen. Aber gar nicht unbedingt wegen, nicht nur wegen der Qualität, sondern auch einfach, weil Zürich ganz, ganz komisch eingestellt war. Mhm. Ich habe mit Mandy Ladner darüber geredet. Ich teile seine Ansicht vom Match nicht. Aber ich muss ja auch nicht in diesen kurzen Interviews diskutieren mit einem Trainer. Ich weiss, was er machen wollte. Er hat uns gut erzählt, hat zugegeben, es hat nicht gestimmt. Aber seine Wegweisung von wegen, ja, wir sind zu tief gestanden. Und Cinzia steht dann ohne Gegenspieler dort. Ja, das mag kurzzeitig gewesen sein, aber Zürich hat sich gar nie eingestellt, dass sie den Match überhaupt hätten gewinnen können. Weil Bayern hat eigentlich konstant 3-4-3 gehabt auf dem Feld. Drei Abwehrspielerinnen, die haben meistens auch schon Powerplay-mässig in der Zürcher Hälfte gespielt. Dann vier Mittelfeldspielerinnen, eigentlich alle in einer Linie, und drei Sturmspielerinnen. Und jetzt die drei Sturmspielerinnen haben sich super platziert vor der Abwehr. Nie ist eine hinter, außer bei One-Touch-Fußball, dann sind sie gegangen. Dann hast du links Lyneth Bernstein, wo wir werden sehr gut kennenlernen, wahrscheinlich in zwei Wochen, wenn die Nazi holländisch kommt. Die ist schnell und die hat Lorena Baumann Schwindel gespielt. Die hat dann auch eine gelbe Karte geholt, die auch sehr, sehr dunkelgelb war. Sie hat auch eine rot sein. Und nachher auch der Rest des Matches war sie überfordert. Ist okay. Ist ein anderes Kaliber. Aber dann hast du einfach wirklich. Sobald jemand aus dieser Viererreihe, die sie im Mittelfeld hatten, wollte nach vorne laufen, hat er Platz gehabt. Bis am Ende. Und sobald sich die Abwehr hat gefallen, ist sie. Also die Abwehr, die Sturmreihe, ist die einfach um die Cinzia Zehnderer Leigen herumgestanden. Weil Zürich hat in einer Raute gespielt. Und das bietet sich einfach in diesem Match gar nicht an. Sorry, das geht einfach nicht. Und dann hat er Martina Moser auf der Bank gelassen. Du kannst nicht deine beste Spielerin nicht aufs Bein stellen. Ich meine, da muss halt Kumba so nicht spielen. Ja. Oder spielt sie halt über rechts oder über links. Dann hast du die Raute und die hat auch völlig nicht funktioniert. Scheint, sie hast immer mit drei Gegenspielerinnen gegen sich gesehen. Alleine. Was soll sie machen? Sie hat einen guten Match gemacht, aber sie kann nicht machen. Dann wird um sie herum gespielt und dann, wenn eine Abwehrspielerin sich in die Richtung vom Ball bewegt, was passiert dann? Ein Loch hinten. Und das passiert, oder? Und dass das nicht mehr Goal gegeben hat, ist auch mehr zu. Ja, ist erstaunlich. Und da muss ich einfach sagen, und das habe ich das Gefühl, ist im Frauenfußball halt auch noch nicht da. Taktieren hat man noch nicht so gelernt. Ich meine, ist auf der einen Seite schön, da hast du halt kein langweiliges Taktieren, kein Bus aufstellen vor der Mannschaft. Aber wieso gibt es noch nicht den Gedanken, dass man halt auch manchmal das Spielsystem so aufstellen, dass man mal einfach die Abwehr zuregeln kann? Ich nehme an, dass. Ja, oder ich sage es jetzt mal so. Das hat sicher auch viel mit der Einstellung des Trainers zu tun. Es hat damit zu tun, wann er trainiert unter der Woche. Ob er variable Spielsysteme trainiert, ob du in den Trainings wirklich nur auf ein gewisses Spielsystem die fokussierst und deine Spielerin auch nur auf das einstellst. Oder ob du Varianten trainierst. Und da hängt sicher noch ein bisschen damit zusammen, dass. Gut, in der Nationalliga ist Trainingseinheiten sind doch schon mehr, vor allem mit jungen Spielerinnen, die noch Morgentrainings haben, die in einer Sportausbildung sind, in einer Sportschule, wie auch immer. Aber sonst hast du, sage ich mal, für alle schaffenden Spielerinnen 4 bis 5 Trainingseinheiten in der Woche. Und da kommt es natürlich auch ein bisschen auf deine Zeitteilung drauf an, wie du Training strukturierst. Wie viel willst du wirklich für die Taktik in dieser ganzen Zeit, wie viel Zeit würdest du dir in deinen Trainings nehmen für die taktische Ausrichtung oder leistest du mehr Wert auf die Physis? Und wir sind sicher an dem Punkt, wo man mehr Wert legt auf die Physis.
sicher trainerabhängig. Einmal mehr, sage ich ganz klar. Es ist trainerabhängig. Es ist eine Frage, wie der Trainer eingestellt ist, wann er seiner Mannschaft mit auf den Weg gibt. Und ich habe das Gefühl, in dem Spiel, das wir jetzt gesehen haben, die Champions League, hat man es aber auch in der Pause dem verpasst, um etwas am System ändern und anpassen. Und dort wünscht ich mir dann, dort mache ich jetzt nicht so einen grossen Vorwurf am Team selber, sondern da müsste in der Pause, wenn man sieht, okay, das System, das wir gewählt haben, wenn es probiert über die 45 Minuten, es ist nicht so aufgegangen, wie wir das uns vorgestellt haben. Wir kommen mit dem keinen Spielzugriff über und auch keinen Zugriff auf den Gegner, weil man so eigentlich die Räume offen lassen, die sie brauchen und das funktioniert einfach nicht. Dann müsstest du meiner Meinung nach in der Pause fähig sein, um deine Mannschaft neu einstellen, um eine neue taktische Vorrichtung deiner Mannschaft mit auf den Platz zu geben und dann so können zu reagieren. Und das ist sicher etwas, wo man auch in der Trainerausbildung, sage ich jetzt mal, auf der Frauenseite schon noch mal einen Schritt mehr vorwärts machen, weil wir haben auch dort viel, wo es nicht hauptberuflich machen, sondern nebenzu. Wie bei den Spielerinnen auch. Ja, mich hat einfach gestört. Also ich persönlich, in seinem Fall, hat nach dem 2:0 schon gewechselt. Nach einer halben Stunde. Das wäre mir gleich gewesen. Ich habe der Spielerin erklärt, das ist nichts gegen dich, es tut mir sehr leid. Aber wir müssen hier Stabilität einbringen. Weil ich hatte gar nie so aufgestellt, wie man es natürlich gesehen hat. Du musst eine gewisse Stabilität haben. Und sind wir ehrlich, da musst du auch realist sein. Die bringen zwei Mittelstürmer nichts. Und noch ein Match. Hat man auch gesehen. Sie zwei Chancen gehabt, beide Mal haben sie nicht geschafft, den Ball richtig aufs Goal zu bringen. Sonst hätte es so Bögen gegeben. Also hatte ich von Anfang an, wie ich schon da in unserem Interview, in unserem Podcast gesagt habe, ich hatte das 4-2-3-1 aufgestellt. Und zwar nicht einfach so, weil ich das für lustig halte, sondern da ist etwas dahinter, oder? Der Johann Cruyff hat mal gesagt, 3-4-3 ist das beste Spielsystem, das stabilste ist, was überall drei Ecken hat. Bin ich nicht immer der Meinung, dass 3-4-3 das Beste ist. Aber bei einem 4-2-3-1 hast du genau auch die Dreiecke. Und das ist dann die Struktur, die du brauchst, zum Abdecken. Oder? Weil da hast du eine Abwehr mit Caroline Abbe und Rihanna Fischer, Lorena Baumann und Julia Schirli. Und dann hast du Cinzia Zehnder, Malin Gut, dort Martina Moser. Das wäre ein grosses Dreieck mit deinen drei besten Spielerinnen. Das sind die drei besten Spielerinnen. Und das gibt dir schon mal viel mehr Intelligenz und Stabilität im Mittelfeld. Ja. Dann hast du rechts und links, egal wer dort spielt bei Zürich. Und vorne noch Fabienne Hund. Und dann hast du überall die Dreiecke, die sich erschliessen würden, so, dass man auch voreinander gehen kann. Und das ist auch der Schlüssel für schwächere Teams. Die Schweiz hat gegen Island gespielt, auch am letzten Montag. Können wir nachher vielleicht reden, aber Island hat an der EM 2016 die nicht umsonst so gut abgeschlossen. Sie haben immer gesagt, schau, wir verteidigen jetzt in ihrem Fall in einer Raute. Dass sie immer eine Raute sind, immer vier Spieler zueinander. Und dann, wenn der Gegner am Ball ist, dann machen sie ein Tee daraus, dass der Gegner gar keine Abspielstation hat und hinten noch einer am Absichern ist. Und die Raute ist dann halt so flexibel gewesen, dass wenn halt der Spieler zum Beispiel links aussen ist, dann geht der auf den Spieler zu. Und dann geht er da unten, geht das Tee fertig machen und so weiter. Das ist so flexibel gewesen. Und wenn du die Match schaust von Island zum Beispiel gegen England oder gegen Portugal oder gegen Österreich, all die, und gegen Ungarn, all die Mal, wo sie gut spielen, ist genau, wenn sie in dieser Formation bleiben können. Weil du musst so Automatismen lernen, dass du auf deine zuteilten Kollegen schauen kannst. Und das war bei Zürich nicht immer gesehen. Niemand hat auf Cinzia geschaut. Leslie ist nachher immer mehr gekommen. Und in der zweiten Hälfte kommt Fabienne Hummel, ich glaube, von sich alleine auf den rechten Flügel raus und hilft dort aus. Aber vorher ist nie jemand gesehen, wo für Cinzia noch den Weg zugemacht hat. Und das ist halt etwas, was gefehlt hat. Ja. Und mich regt das einfach ein bisschen auf, weil ich habe das Gefühl, du verspielst der Chance, etwas mehr zu schaffen, weil du nicht mit all deinen Möglichkeiten spielst. Und Taktik ist halt
genau in dem Fall, wo wir physisch nicht besser sind als ja. Bayern. Ist einfach so. Siehst auch, wenn sie unten raufkommen, vom Platz, oder? Die Bayern-Spielerinnen sind ein Tick fitter als Zürcher Spielerinnen. Sind die Beinumfänge ein bisschen grösser. Ist einfach so. Die machen auch mehr und das sind Profis. Ich wollte sagen, über das müssen wir gar nicht diskutieren. Das liegt eigentlich schon auf der Hand, oder? Die Spielerinnen sind Profifußballerinnen. Da ist, wie wir vorhin gesagt haben, eine professionellere Infrastruktur rum. Da hat man mehr Trainingseinheiten und so weiter. Also das ist eigentlich klar. Und darum teile ich die Meinung von dir. Gerade in so einem Spiel, wo du sicher mal physisch unterlegen bist und auch qualitativ fußballerisch jetzt rein schon auch noch mal ein bisschen unterlegen bist, weil sie doch noch mal ein paar grosse Spielerinnen haben, die schon noch mal ein bisschen mehr Qualität mit sich bringen. Auch Tempo, mehr Erfahrung, Qualität am Ball. In so einem Spiel ist es natürlich ganz wichtig, dass du die richtige taktische Ausrichtung wählst. Mhm. Das hat man jetzt letzte Woche gesehen, es hat nicht hingehauen. Ich bin gespannt, wie das Rückspiel wird. Mhm. Ob man dort Anpassungen trifft, ob man sich dem 2:0 einfach schon so hingibt oder ob man wirklich versucht, mit einer sauberen, mit einem sauberen Spielsystem, wo man aber auch auf den Gegner zuschneidet, weil man den Match analysiert hat, weil man vielleicht auch Spielanalysen gemacht hat von Bayern München aus anderen Spielen vorne. Und das wirklich versucht zuzuschneiden auf den Match und das in Einklang bringt mit der eigenen Qualität und dann aber auch die richtigen Personalien aufstellt für das. Dann bin ich gespannt, was dem passiert. Ich habe es auch letzte Woche gedacht, als ich die Zusammenfassung geschaut habe, Zürich hat eigentlich schon mehr drauf, wie das, was letzte Woche gezeigt worden ist. Und wenn da, sag ich mal, wenn die Mannschaft richtig eingestellt ist, wenn die richtigen Anweisungen kommen, wenn man den richtigen Plan hat auf dem Platz, es ist auch wichtig, dass man einen Plan hat, wenn man den richtigen Plan hat, dann kann man Bayern ärgern. Ja, vor allem eben, die zweite Stürmerin, hat nichts gebracht, weil weder die Barla de Platzes noch Fabienne Hum haben überhaupt können, die Meter auf sich nehmen oder haben können Ball haben in dem Moment. Das muss doch klar sein, dass du in so einem Moment gar keinen Stürmer, gar keinen zweiten Stürmer brauchst. Das 4-4-2 ist einfach irrsinnig. So oder so und schon gar nicht in der Raute, weißt du. Und dann eben, Martina Moser muss spielen. Bin ich auch der Meinung, Die hat nicht müssen im Cup spielen gegen Luzern. Nein. Die hat müssen in der Champions League spielen. Ja, dann schon sie im Cup. Bringt dort von mir aus Cinzia Zeno und Kumba so beide miteinander. Ja. Wenn der Martina Moser möchte schon. Ich weiß gar nicht, hat er irgendetwas dazu gesagt? Wieso, dass er hat gesagt, er hat sie auf der Bank gelassen. So wie es für mich getönt hat, wäre er sie nicht mit der scheint ja zender-kompatibel gesehen. Martina Moser nimmt, muss man sagen, in dem Zürich von Andi Ladner auch eine defensivere Rolle ein. Also die Kumbasso und sie spielen eigentlich auf gleicher Höhe, mehr oder weniger. Und wenn, dann geht Kumba eigentlich mehr in den Sturm. Außer dann in dem Moment, wo Martina immer mehr aufbricht. Ja. Das ist eine gute Lösung. Kumba So ist eine gute Spielerin. Sie bringt eine gewisse Physis, die für die Champions League sehr wichtig war. Aber nicht in diesem Match. In diesem Match hat sie. Weil sie hat dann versucht, den Abstand zu der Cinzia zu halten. Oder so viel taktisch diszipliniert war sie. Und das Problem war, man hat sie hinten gebraucht. Aber dann war dort das Loch. Das war ihr schon klar. Und dann hast du nachher auch noch Nomi Megro, die in diesem Spiel einfach außen weg war, weil sie ihre Rolle wahrgenommen als Flügel. Hat aber nie einen Ball gehabt. Also, hat wenig können damit anfangen. Und dort musst du halt wirklich. Leslie Ramseyer macht einen super Match, weil sie kommt dann zurück. Sie weiss noch, links so braucht es mich nicht. Und Fabienne Hum geht den Flügel spielen. Das ist fast eigentlich Außenverteidigerin auf die Außenverteidigerin. Und dann klappt es besser. Aber eben im Endeffekt. Denke ich, sind die Spielerinnen ein bisschen gehemmt, dadurch, dass das taktische Gebilde nicht wirklich funktioniert hat. Und das ist nichts gegen den Andi Ladner persönlich. Es ist einfach, es hat in diesem Match nicht funktioniert. Und das muss dann in München anders aussehen, wenn man dort auch wirklich wett Bayern ärgern, wenn man einen Punkt holen. Das heisst nicht, dass man jetzt anstatt 2-3 Stürmer muss haben, um einen Punkt zu holen, sondern wahrscheinlich genau einen weniger. Ja, es muss stabil sein defensiv. Ja. Es ist wichtig, dass du in so einem Spiel
defensiv stabil stehst, dass du wenig zulässt in der Defensive und dass du dann kannst Akzent setzen in Konter, im Umschaltspiel, genau, den Gegner anrennen lässt und verzweifeln lässt auch ein Stück weit, dass sich Räume öffnen für dich, wenn dein Gegner relativ offensiv spielt und du aber defensiv sehr stabil stehst, nicht wirklich viel zulässt, dann bietet sich eben genau die Möglichkeit, das Umschaltspiel zu forcieren, zum Konter lancieren, um dann eben die Nadelstiche zu setzen, die es braucht. Und das immer genug, ehrlich, es werden nur Nadelstiche sein. Zürich hat nicht das Format, im Moment nicht, zum Spiel dominieren. Nein, ganz klar so, nicht. In so einem Vergleich jetzt. Und darum wird es wichtig sein, dass man sich eben genau auf die Nadelstiche verlassen kann und dass die dann aber auch wirklich sitzen. Und ja, nein, da bin ich auch gleicher Meinung wie du. Da braucht es nicht 3-4 Stürme dafür. Da braucht es etwas weniger, dass man wirklich in der Rückwärtsbewegung kompakt ist und dass man dort die Räume kann zumachen kann, dass man der Offensivabteilung von Bayern München gar nicht erst den Raum gibt, dass sie sich entfalten können. Genau, und eben für die Nadelstiche brauchst du die Spielerin, die intelligent ist, um jeweils im freien Raum stehen und um die Bälle zu spielen, zum Umschalten. Das ist Martina Moser bei dem FC Zürich heute. Bin ich auch gleich am Meinung, ja. So gesehen. So, das war die Champions League. Gehen wir noch zur heimischen Liga. Da hat sich auch vieles getan und nichts getan. So ein bisschen schizophren, unsere Liga. Wir haben den FC Basel, der im Cup letztes Wochenende der FC Yverdon, der recht abgeschlagen ist, eigentlich mit 6-1 besiegt. Und dann genau der gleiche Match, genau am gleichen Ort, und es gibt einfach ein No-No. Und Yverdon holt sich einen Punkt. Das ist wieder, Basel schwächelt die Saison einfach ein bisschen in den blödsten Momenten und hat aber dann auch Glück, wie gegen Luzern. Ja. Dann ist es speziell. Und Yverdon ist plötzlich mit 2 Punkten da. Und gar nicht mehr so anschlusslos, weil das Kellerduell, dort, wo wir gesehen haben, GC verliert gegen IB 4-0. Mhm. IB war zweitletzt, jetzt sind sie fünft. Und jetzt ist GC zweitletzt mit 5 Punkten. IB hat 6 Punkte. Es ist alles noch sehr eng beieinander. Wenn man die Tabellen anschaut, ist natürlich klar, Zürich ist erst, hat jetzt mit dem Sieg gegen Lugano im Spitzenduell den Abstand noch herstellen können, den man gerne hatte. Ja, im Match weniger 3 Punkte. Ja. Ja, ich sage jetzt nicht, es ist schon komfortabel, wie jetzt zum Beispiel bei den Männern mit IB und so. Also, reden da noch nicht davon, dass es gelaufen ist, aber man hat jetzt wirklich den Schritt können machen, dass man sich absetzen mit einem Spiel weniger. War keine schlechte Ausgangslage, ist absolut nicht. Aber der Rest der Liga ist doch sehr eng beieinander. Mhm. Punktemässig. Darum, ja, ich bleibe eigentlich bei meiner Meinung, die ich jetzt auch schon im Podcast vorhin abgegeben habe, dass ich da sehr wahrscheinlich der Kandidat, mein Abstiegskandidat Nummer 1 wird bleiben. Aber ja, es ist spannend zu sehen, wie eine Partie eine Woche vorher 6-1 ganz klar zugunsten von Basel ausfällt. Und eine Woche später schafft man es nicht, aus Basel-Sicht, um dort nachzuknüpfen. Mhm. Wir könnten sagen, gut, wir haben beide Spiele gesehen, darum ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen. Leider können wir die Spiele auch nicht nachschauen, so weit sind wir eben noch nicht. Das wäre natürlich super, wenn die Spiele ganz aufgezeichnet werden und würden zur Verfügung gestellt werden, könnte man wirklich detaillierter über die Spiele auch schwätzen und ganz klar sagen, an was es gelegen hat. Einerseits kann man sagen, gut, Yverdon hat sich taktisch vielleicht einfach definitiv besser eingestellt wie die Woche vorher. Man hat Schlüsse aus dem Spiel zu machen. Oder, was halt Basel diese Saison auch immer wieder zeigt, sind so zwei Gesichter. Man hat das eine Gesicht, wo man ab und zu aufblitzen lässt, die Klasse, die man hat, weil sie haben grundsätzlich sehr ein gutes Kader. Sie haben Qualität im Kader, sie haben auch internationale Qualität im Kader. Das darf man nicht vergessen. Gehören zu den wenigen Vereinen in der Schweiz, die wirklich auch, was Geld anbelangt, ein bisschen bessere Ausgangslage haben wie andere. Also eigentlich wären die Vorzeichen nicht so schlecht, aber man kann das nicht abprüfen. Mir ist Basel immer so, auch schon in den letzten Jahren so gewesen, das ist aber nur so ein bisschen als Aussenstehende, so ein Gefühl, ich weiss nicht so recht, ob Basel wirklich als Mannschaft funktioniert auf dem Platz.
Man hat immer wieder grosse Namen gehabt, wie man auch jetzt zum Beispiel mit Nicole Banecki hat, die übrigens auch bei FC Bayern München gespielt hat, in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Man hat so Namen und trotzdem schafft man das nicht, um aus den Einzelspielerinnen dann wirklich ein Team zu formen, das auf dem Platz als Einheit funktioniert. Und ich glaube, das ist ein grosses Problem, das Basel hat und aber auch schon immer gehabt. Darum hat man nie wirklich können direkt mit Zürich konkurrenzieren. Mhm. Um die Titel. Man ist in der Vergangenheit Zeit, dritt und so, so ein bisschen dort umeinander. Die Saison ist doch ein bisschen schwieriger. Ja, ich bin eigentlich der Meinung, jetzt, nachdem das gegen Luzern gewonnen haben, auch im gut gelaufen ist, bin ich der Meinung, sie haben sich wieder ein bisschen gefangen. Darum war es sehr stumm, dass sie jetzt mal 0 gemacht haben gegen Iverdon. Hätte ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ja. Basel, glaube ich, stellt sich selber ein Bein. Ja, das ist so. Also das Kader ist gut. Basel hat auch einen Lara Jenzer übernommen von Aarau. Sicher die beste Spielerin in diesem Team. Auch eine Nationalspielerin. Seit sie bei Basel ist, aber komischerweise nicht mehr. Und sie haben Tiara Buser. Das ist in der U19-EM sicher einer der Breakout-Stars von der Schweiz. Sehr, sehr gute Stürmerin, die aber, ich denke, im Mittelsturm nicht ihre Position ist. Ich glaube, dort wird sie falsch aufgestellt. Müssen wir mit ihr reden, um zu wissen, was sie gern hat. Aber ich sehe sie nicht so als Mittelstürmerin. Hat sie auch in der U19-EM gespielt. Zusammen mit Alicia Lehmann. Und auch das nicht so funktioniert. Ja. Die Schweiz schießt zwar ab und zu Goal, aber es hat nicht so funktioniert. Ich denke, Tiara kann noch viel profitieren davon, dass sie jetzt irgendjemand finden wird, wo sie dann am richtigen Ort aufstellt. Aber sie hat Talent und Basel hat Talent, überall ein bisschen. Ich weiss nicht, was dort der ausschlaggebende Punkt ist. Auch. Ich denke, ein Teil ist sicher auch, dass der Trainer nicht so bewandert war im Frauenfußball. Und zuerst noch müssen reinkommen. Ja. Das gibt es halt immer, wenn Männer im Frauenfußball kommen, um ihr Diplom fertig machen, ihre ersten Trainerstationen angehen und dann halt nicht so verstehen, dass das der gleiche Sport ist, aber mit ein bisschen anderer Angehensweise. Und dann hast du das. Und wie du sagst, wir haben den Match nicht schauen und dadurch wissen wir nicht genau, was passiert ist. Wenn das jemand von euch weiss, gerne einfach kommentieren. Gehen wir zum Match, wo ich geschaut habe. IB gewinnt gegen GC, komfortabel 14-0. Es geht los im Niederhasli eigentlich schon gerade mit viel Druck von IB. GC kommt nicht so viel aus seiner eigenen Hälfte raus. Und dann schießt IB das erste Goal, hat IB einen Penalty, schießt das zweite Goal. Dann kommt die Goalie-Frau raus, fault die Mimosa Hamidi, ganz klar, rote Karte und verletzt sich noch dabei. Dann ist das Spiel mehr oder weniger gelaufen. Es ist noch spannend bleiben. In der zweiten Hälfte hat sich GC gefangen nach der Pause, etwas gemacht. Aber ja, man hat gesehen, IB ist eigentlich auf einem guten Weg. Mhm. Und ich glaube, das, was Marisa Wunderlin sagt, auch im Interview, stimmt. Dass sie sich noch zusammenfinden müssen. Dass sie ein modulares Spielsystem haben, wo alle so ein bisschen frei sind, um sich zu bewegen. Und dass das zuerst noch muss kommen, die Automatismen. Und ich denke, das ist es. Natürlich. Ziel. Und das ist ja das, was wir angesprochen haben. IB ist anders aufgestellt als in den letzten 1-2 Jahren. Und wir haben in den letzten 1-2 Jahren das junge Team, das sie kennen, das hat gut funktioniert, weil sie auch sich gewöhnt waren, daran, um miteinander auf dem Fußballplatz zu stehen. Die Automatismen sind gekommen. Und ich mache mir da eigentlich nicht so Sorgen um IB. Ich habe das Gefühl, sie kommen immer besser in die Saison. Es funktioniert immer mehr. Und auch besser die ganzen Abläufe, wie Marisa auch gesagt hat, natürlich muss man sich finden. Aber ich habe eigentlich so als Außenstehende gesehen, eigentlich, dass das von Spiel zu Spiel besser läuft. Mhm. Und sie haben auch viel Eibenschaft einmal mehr, um junge Talente bauen, junge Spielerinnen aufzunehmen, junge Spielerinnen zu fördern. Darum sehe ich Eibe wahrscheinlich stärker in der Rückrunde, wie sie jetzt da stehen. Ich finde es aber auch schön zu sehen, dass trotz den vielen Abgängen man das kompensieren kann und dass man sich auf einem guten Weg befindet. Mhm.
Was neu einzuwerfen gibt über den Match. Ich habe noch 2 Interviews gemacht, die wir leider nicht können ausstrahlen, weil der Ton kaputt gegangen ist. Bei denen eins mit der Floriana Ismaili. Wo sie, halt von, sie hat 6 Goalie innerhalb von einer Woche geschossen. Was sie sagt, es ist wichtig, dass sie mit dem Team kann wachsen und das Team ihr die Möglichkeit gibt, die Goal zu schießen. Und wo sie auch erzählt, dass sie als Nationalspielerin natürlich extrem gespannt ist auf den Match, der kommt für die Nazi. Und dass sie sich trotz Verletzung von der Lara Dickmann, die wir nachher ansprechen werden, und die Sperre von der Ramona Bachmann, dass sie sich nicht unbedingt kann ausmalen, dass sie jetzt gesetzt wäre für den nächsten Match. Ich denke, hat sie recht. Und ich habe mit Bettina Brühlhardt geredet. Ich habe Bettina Brühlhardt ganz hart mit sich selber ins Gericht gegangen, weil sie eine Chance nicht gemacht hat. Die hat tatsächlich den Anschluss bedeutet, aber das 1-3 mit 10 Frauen, ich weiß nicht wie viel. Und was sie aber ganz klar an dem festhalten, was sie gesagt hat, Anfang der Saison zu mir, und zwar, dass sie das Team haben, an das sie glaubt. Und wo sie denkt, mit dem können sie noch etwas reissen. Sie müssen jetzt einfach noch mehr zusammenwachsen, sie müssen einfach die Nuancen stimmen am Ende des Tages. Es war interessant. Das sind jetzt 2 Teams, die wir nicht Tunde erwartet hätten. Aber wenn eines von denen absteigt, wären wir nicht so überrascht, oder? Bei IB würde es mich persönlich sehr überraschen. Nochmal. GC eher weniger. GC hat auch in der vergangenen Saison immer ein bisschen mehr Mühe bekommen. Sie sind. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber IB ist doch in den letzten Jahren nicht mehr ganz so oft vorne mit dabei gewesen. Und bei GC würde es mich jetzt nicht so wahnsinnig fest verwundern, wenn man in den Abstiegskampf kommen würde. Bei IB vielleicht jetzt durch die Konstellation, die es im Sommer kam, mit all den Abgängen, wäre es vielleicht auch, hat man eine Erklärung dafür gehabt. Ich bin aber immer noch davon überzeugt, dass IB sich aus dieser Lage in der Tabelle wird können raus befördern und dass für sie eigentlich der Abstieg ein Thema wird sein. Ja, ich habe IB jetzt natürlich nur einmal gesehen. Aber was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Unterstreichen eine junge Dame namens Thais Hurmi. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich habe sie das erste Mal am Valentinstag gesehen. Ich habe leider kein Date mit ihr. Nein, ich war am Valentinstag ein Stützpunkttraining von der Nazi. Das sind die Trainings, die Martina Voss-Tecklenburg macht mit dem erweiterten Kader von der Nazi. Natürlich auch mit den Kaderspielerinnen, die in der Schweiz spielen. Und sie ist eine sehr, sehr talentierte rechte Außenverteidigerin. Vielversprechend für die Zukunft. Gut. Martina Voss-Tecklenburg scheint viel auf sie zu halten. An diesem Match hat sie auch gut gespielt. Sie ist im erweiterten Kader der Nazi, also ist schon in den A-Listen, ist aber noch nie mitgegangen. Das ist etwas, wo ich denke, die Spielerin, die wir gerne auf dem Radar behalten, um auch Maria Crnogorcevic wieder in den Sturm zu ziehen. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst, also Thais Hurmi, und falls ja, was du von ihr gesehen hast. Ja, ja, das ein oder andere Spiel bei IB gesehen, wo sie gespielt hat. Ich bin froh, dass sie auf dem Radar ist von der Schweizer Nationalmannschaft, dass sie aufgefallen ist. Weil ich der Meinung bin, die Außenverteidigerpositionen in der Nationalmannschaft sind eigentlich nicht vertreten. Also, wir haben Noel Maritz, der Außenverteidiger ist, gelernter Außenverteidiger, der auch dort spielt, auch in den Vereinen, wo sie gespielt hat. Das ist gut, aber wenn man nachher schaut, wir haben eigentlich noch im Nationalmannschaftskader keine wirkliche Außenverteidiger im Kader selber. Wir haben Anna-Maria Crnogorcevic, die sie den Nazi sehr gut macht, haben wir auch schon darüber geredet, aber irgendwo durch auch so ein kleines offensives Potenzial wird du das sehr eingeschränkt, sehr beschnitten. Was ich persönlich sehr schade finde, weil ich finde, es gibt Außenverteidiger in der Schweiz, wie Thais Hurmi jetzt zum Beispiel, die noch jung sind, aber die ein gewisses Potenzial haben. Und
das ist so ein bisschen vergleichbar wie das Flügelproblem in der Schweizer Männer mit Nazi. Wir haben keine wirklichen Flügel mehr. Und genauso haben wir bei den Frauen keine wirkliche Außenverteidigung. Darum hoffe ich, dass man auf das wieder mehr den Fokus wird legen, dass man die Position wieder positionsgerecht besetzt. Dass man dann die Spielerinnen, die man dort an, sage ich jetzt mal verdammt, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist natürlich nicht so böse gemeint, wie es tönt. Aber die, die man dort dann setzt, obwohl es eigentlich nicht ihre Position ist, dass die ihre angestammte Position ihr ganzes Potenzial abrufen. Ja, ich denke auch. Und ich denke, das wird auch eine Aufgabe sein für den Nils Nielsen, das dann zu setzen. Schauen wir das letzte Spiel an, schnell von der Runde. Wenn wir schon alle können besprechen, sind ja nur vier. Zürich gewinnt 2-1. Lugano sind das bessere Team, schießen 2 Goal. Naomi Megrotz macht 1, Caroline Abbe macht das andere. Kurze Zeit ist 2-0 gestanden und dann haben Lugano einen verkürzen. Lugano ist ein gutes Team, Überraschungsmannschaft diese Saison. Aber es war zu erwarten. Der andere Match, der gar nicht zu erwarten war, und das war nicht despektierlich gemeint, ist ein 7-0 vom FC Luzern gegen Servette. Und Servette war dritt, Luzern war viert. Und plötzlich ist Luzern jetzt dritt. Und 7-0. Es ist sehr viel richtig gelaufen bei Luzern an diesem Tag. He? Ja, die Enttäuschung nach dem Cup-Spiel, wo man 3-0 gegen Zürich verloren hat, war gross. Ich trainiere ja neben dem FC Luzern. Wir haben auch diese Woche gemerkt, der Glenn Meyer, der Trainer von Luzern, war nicht zufrieden mit der Leistung, die sie gezeigt haben, mit der Einstellung und mit allem drumherum. Und da hat es, glaube ich, diese Woche schon ein bisschen, ich glaube, das Team ist wachgerüttelt worden. Und da ist es jetzt darum gegangen, wieder Gutmachung zu leisten. Und das hat man hat eingeschlagen. Also, das kann man sagen, das hat funktioniert. Ich war sehr überrascht. Ich hätte so einen hohen Sieg gegen Servette nicht erwartet. Gerade auch, weil der Glenn zum Beispiel Anfang der Saison gesagt hat, obwohl Servette ist ein Team mit Potenzial, das hat er auf dem Schirm, die Mannschaft zum Vorne mitspielen. Ja, das sind gerade so ein Kantersieg gibt. Ich vermute jetzt, das hat niemand gedacht. Aber tut natürlich Luzern extrem gut, gibt viel Selbstvertrauen. Hilft natürlich extrem auf dem Weg jetzt weiter. Wenn man sich eben genau wird vorne an das Duo Zürich-Lugano heften und wenn man dort vorne weiter mit dabei sein und auch so ein bisschen vielleicht auch um den zweiten Platz spielen, mit dem begrenzten Kader, wo Glenn Meyer immer wieder auch erwähnt, dass sie einfach auch viele die Spielerinnen haben, viele angeschlagen. Aber es kommen die Spielerinnen zurück. Genau. Ich glaube, an diesem Match sind ein paar zurückgekommen. Genau. Und darum, ist das sicher ein Wegweiser für Luzern. Man sieht, es funktioniert und es funktioniert vieles. Es ist ein gutes Team, trotz allem, trotz dem Weggang von der Geraldine Reuterler, obwohl Andrea Maria, eigentlich Captain ist, immer noch verletzt ist und so weiter. Man hat Möglichkeiten mit dem Team und es ist spannend zu sehen, wie es jetzt mit dem 7-0 in der Tasche gegen einen starken Gegner, darf man nicht unterschätzen, jetzt auch weiterfahren in den nächsten paar Wochen. Ja, das wird interessant gesehen, vor allem für mich. Ich glaube, ich werde am nächsten Wochenende GC gegen Luzern schauen. Einfach aus Bequemlichkeit und auch, weil es das interessanteste Match ist in der Runde. Und dann sehen wir, was dort los ist. Luzern gewinnt mit 2 Doppelpack, einem von der Irina Brütsch, Neonazi-Spielerin. Die hat noch nicht gespielt, aber wird vielleicht jetzt zum Handkuss kommen mit der Sperre von der Ramona Bachmann. Und Raquel Branco schießt das Doppelpack, oder? Und Milena Skodeler macht das andere Goal und noch 3 andere, die ich jetzt nicht weiss. Und der Algraf hat sicher noch eins geschossen und dann wären wir bei 6 und wer hat 7 geschossen? Ja, das war ein Segengoal. Ah, das war ein Segengoal, genau. So, das hat uns auch schon die Nazi auch fertig. Jetzt reden wir noch über 2 ganz kurze Nachrichten. Die eine, Alia, da kann man nicht drum herum. What the fuck? Lara Dickmann reißt sich das Kreuzband und alles andere, wo man sich kaputt machen kann im Knie. Ja, es hat mich sehr überrascht. Ich habe auf Instagram davon erfahren.
ich habe ein Foto gesehen von der Ramona Bachmann, wo sie gepostet hat und der Lara Dickmann gute Besserung gewünscht hat. Alle, mal... die ganze Fußballwelt genau. Hat der Lara Dickmann gute Besserung gewünscht. Dann bin ich auch gar nicht mehr rausgekommen. Und dann habe ich daneben herausgefunden, dass sie sich im Champions League-Spiel mit Wolfsburg hat sich das Hüftband gerissen, das Innenband. Der Meniskus ist auch kaputt, das heisst, sie wird mehrere Monate ausfallen. Das ist natürlich für Wolfsburg ein herber Verlust, aber vor allem auch für die Schweizer Nazi. Jetzt ganz fies gesagt, eine Frau, 33, die sich so eine Verletzung zuholt, normalerweise kommen sie nicht zurück. Würde ich meinen. Oder eine Frau im Fußball, wo. Ja. Aber die Lara Dickmann hat zwei Tage vorher ihren Vertrag verlängert. Genau. Denkst du, sie kommt noch mal und spielt noch die drei Jahre, die sie muss spielen? So wie ich Lara kennengelernt habe, auch auf dem Platz, so wie ich sie als Mensch neben dem Platz in ganz kurzen Momenten kennengelernt habe, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sie so schnell wie möglich wird wieder auf dem Platz stehen will. Für mich steht das gar nicht zur Diskussion. So wie ich sie einschätze, wird sie das Knie operieren, sie wird mit der Reha anfangen, sie wird Physio machen. Und ich bin auch der Meinung, dass sie das Potenzial hat, dass sie vielleicht allenfalls noch stärker zurückkommt, wie sie war. Ich denke, sie ist mental sehr eine starke Spielerin. Sie ist nicht umsonst Führungsspielerin. Es ist nicht umsonst so, dass sie... Und das Phänomen im Frauenfußball ist sie auch. Ist sie auch. Und man hat natürlich auch gesehen, gerade auch auf Instagram, sie hat das immer wieder repostet. Es sind ganz viele von den Weltklasse-Spielerinnen, haben ihre gute Besserung gewünscht. Das heisst, man kennt sie, man schätzt sie. Und das spricht eigentlich schon für sich selber. Und darum bin ich mir sicher, wir sehen sie nächstes Jahr irgendwann wieder schütten. Die Frage ist, wann. Ich nehme an, es wird sicher bis in, ja, kommt ein bisschen darauf an, wie gut das Behandlung und Pflege ist. Aber es wird wahrscheinlich schon eher bis im Sommer gehen. Wenn die Schweiz in die WM kommt, wird sie alles daran setzen, dass sie im Juli dort auflaufen kann, oder? Und ich glaube auch, dass Juli ein Zeitfenster ist, das einigermaßen realistisch wäre. Wir hoffen es. Ja. Wir wünschen ganz, ganz gute Besserung. Ja, ganz, ganz gute Besserung. Und wir werden sie vermissen, diesem grossen Nazi-Match. Das ist die letzte Nachricht, die ich noch mit dir heute besprechen wollte. Holland verkauft in 24 Minuten 24'000 Plätze aus in Utrecht. Wir sind keine Fans von dem Schaffhauser-Duell. Ja. Nicht gegen Schaffhausen, schönes Dörfli, aber liegt nicht gerade am Weg. Meinst du nicht? Es ist noch nicht spät. Unser Vorverkauf fängt erst am 29. an. Auch recht kurzfristig. Denkst du nicht? Meine Vorstellung wäre jetzt, wir sagen, look, die schaffen es, 24'000 zu bringen. Wir nehmen die Swissport Arena 18'000. Wir schließen vielleicht den einen Sektor, ist mir gleich, dann ist noch 15'000. Sagen, alle Frauenmannschaften haben gratis Eintritt und wir füllen das blöde Stadion. Da wärst du zentral überall 2 Stunden Anfahrtsweg. Luzern ist jetzt halt wirklich ein bisschen interessanter auch für jemanden, um einen Ausflug zu machen. Vielleicht schon ein bisschen kleiner, kommt den Tag frei nehmen oder den nächsten Tag frei nehmen als Schaffhausen. Wäre das nicht eine Lösung? Ich meine, wir müssen mit den gleichen Waffen kommen wie Holland, oder? Es wäre sicher eine Option. Bin ich absolut deiner Meinung. So wie ich den SV kenne, wird das nicht passieren. Man hat die Termine fix eingegeben, man wird sich an das halten. Was ich auch okay finde, die Verbindlichkeit. Jetzt in dem Fall wäre es natürlich spannend zu sehen, weil, wie man auch vielleicht könnte, eben, genau wie du gesagt hast, reagieren und sagen, okay, wir geben jetzt alles und wir wollen das jetzt auch schaffen. Und es wird bei Schaffhausen bleiben. Ich hoffe ganz fest, und das ist ein Ausruf an alle unsere Zuschauer, unsere Zuhörer und auch sonst alle, die irgendwie mit dem Frauenfußball in Kontakt sind. Oder auch nicht. Kommt schauen. Den Match schauen. Oder die Männerfußball schauen. Kommt. Nehmt eure ganze Familie mit, nehmt eure Freunde mit, wenn ihr die Shooter selber schaut, dass ihr mit der ganzen Mannschaft kommen könnt. Weil es wäre wirklich, wirklich wichtig, dass man auch unsere Schweizer Nazi unterstützen und dass man zeigt, Präsenz zeigt und dass man zeigt, dass auch der Frauenfußball in der Schweiz Anklang findet und dass man hinter unserem Land steht. Genau. Wir können jetzt auch ein bisschen die patriotische Fahne schwingen. Und ich denke auch,
ungeachtet dessen, was am 9. passiert. Egal welches Resultat, das wird nicht gegessen gewesen. Mhm. Ob die Schweiz einen Kantersieg führt, ob Holland einen führt, ob es Englisch ist, unentschieden. Es ist sehr wichtig, dass wir das Team unterstützen. Ja. Und wegen dem müssen wir das Stadion füllen. Ja, bin ich auch der Meinung. Und wäre wirklich gut, wenn alle von euch kommen vorher, aber dann könnt ihr euch noch abonnieren schnell auf YouTube, auf Spotify, auf Soundcloud, wenn ihr dort drauf seid, Instagram, Facebook, Twitter, dort überall sind wir drauf. Wir bringen euch immer wieder die besten Nachrichten aus dem Frauenfußball. Das war es für heute gewesen. Nächste Woche vielleicht wieder da, vielleicht wieder am anderen Ort. Da Leon und ich werden schauen. Genau. Aber wir freuen uns, euch jetzt jeden Montag bzw. Dienstag, wenn ihr es dann sehen könnt, alles zum Frauenfußball in der Schweiz zu bringen. Und bleibt mir nur noch zu sagen, merci Leon. Danke, André, und auch einen schönen Abend. Tschüss. Oder einen schönen Tag.